Zwischen stillgelegten Autos unterhalten sich zwei Professoren verbissen über die Lage. Warum haben die Intellektuellen einen solchen Schuldkomplex? Duck dich, duck dich, duck dich, immer geduckt bleiben! Ich kroch, warf mich zu Boden. Kenne die Technik, kroch weiter. Wie lange? Seit Stunden bewegen wir uns langsam auf dem noch heißen Beton vorwärts, mit der Nase im Staub. Ich nieste. Niesen ist gut, es reinigt. Was für eine Gymnastik. Mensch, ob es noch weit ist? Willst du mich umbringen, Thaddäus? Seit meiner Militärzeit bin ich nicht mehr so gekrochen. Wir werden hinter dem Pfeiler davon ausruhen. Wir krochen mitten auf der Straße entlang, sodass man uns nicht sehen konnte. Die Schnellstraße lief 15 Meter über der Erde entlang mit 16 Fahrbahnen. Ein breites, leeres Band, bedeckt mit einer grauen Staubschicht. Das heißt, im Dunkeln konnte man die Farbe nicht erkennen, aber es ist derselbe Staub, der von den verkohlten Feldern kommt. Meine Ellbogen brannten, sie waren zerschunden. Thaddäus hatte mir noch geraten, verbinde deine Ellbogen, wir haben einen langen, unbequemen Weg vor uns. Die ersten 200 Meter waren schwierig, wegen meiner Arthrose. Dann kam ich in Bewegung. Aber ich schnappte nach Luft, das ist natürlich, denn ich treibe keinen Sport und ich ernähre mich schlecht. Können wir jetzt nicht eine Pause machen? Hinter dem Pfeiler, wir dürfen nicht leichtsinnig sein. Es war nicht einfach, auf die Schnellstraße zu gelangen. Die Zufahrten waren blockiert und bewacht, an den Seiten Mauern. Und dann lief die Straße erhöht weiter. Thaddäus führte mich durch die Ruinen des ehemaligen Viertels Villa Anastasio. Die einfachen Häuser, die eine Immobilienfirma errichtet hatte, waren eingestürzt. Wir kletterten auf einen Träger entlang. Einige Haken ragten aus dem Beton heraus und dienten jetzt als Leiter. Ich hatte fürchterlich Angst zu fallen. Das ist nichts für jemanden in meinem Alter. Ich staunte über Thaddäus. Er zog sich behend wie eine Katze hinauf. In 2 Minuten war er oben auf der Straße. Er brauchte einige Zeit, um mir zu zeigen, wie ich am besten kriechen könnte, ohne mich zu verletzen. Am Anfang wirst du dich aufschürfen, aber später gewöhnst du dich daran. Wir krochen vorwärts und mussten etwa 2 Kilometer zurückgelegt haben, als grünes Licht auf mich fiel. Neben der Brücke sah ich Berge von Bierdosen. Grüne Dünen. Riesig, höher als die Schnellstraße. Da lagen sie und glänzten im Mondschein. Es wurde kalt. Wir krochen weiter. Ich glaubte, einen merkwürdigen Ton zu hören. Als sei es ein Wimmern, das aus den blechernen Dünen drang. Nein, eine Täuschung. Da war es wieder. Ein Schrei. Ein Schrei. Und noch einer. Und noch einer. Sie bildeten einen einzigen Ton, voller Schmerz, fast wie ein künstlicher Ton. Ach, sicher der Wind in den Dünen, dachte ich. Weint Wind? Ich hielt an, betrachtete die grünen, oxidierten, aufeinandergetürmten Dosen, praktisch eine an die andere geschweißt. Nun, es weht kein Wind, nur sehr selten. Wenn Wind weht, dann würde der Staub von der Straße aufwirbeln. Die dicke Staubschicht bleibt jedoch unverändert glatt. Ich sehe hinter mich und erkenne die Spur, die mein Körper beim Kriechen hinterlassen hat. Wir rücken weiter vor. Jetzt höre ich den Ton ganz deutlich. Ein Seufzen. Ich täusche mich nicht. Wohnen hier Menschen? Da drin sind Höhlen. Tausende von Menschen sind dort untergeschlüpft. Die Sonne muss doch alles barbarisch aufheizen. Die sterben geröstet. Sie sterben nicht. Das ist das brasilianische Wunder. Nicht möglich. Es ist ein Vorgang, den bisher niemand verstanden hat. Man vermutet, dass die Dosen nachts dermaßen abkühlen, dass sie am Tage lang brauchen, um sich wieder aufzuheizen. Wenn sie glühen, geht die Sonne schon wieder unter. Deshalb ist es da drin kühl.
Eine Hypothese, reine Hypothese. Heute versteht niemand mehr etwas, alles ist anders. Woher weißt du von diesen Leuten? Es gibt Leute aus unserer Gruppe, die hier helfen. Ich selbst bin nie hierher gekommen. Ich lese die Berichte, die sie schreiben. Die meisten hier sind verrückt. Verrückt? Richtig verrückt? Sozusagen. Hochschwachsinnig, außer Gefecht. Sie leben im Liegen. Sie schreien, weil der Körper unaufhaltsam schmerzt. Sie schlafen nie, aber sie sind immer nervös, reizbar und angespannt. Aber wer sind denn diese Leute? Niemand Besonderes. Zusammengewürfelte Migranten, die meisten kamen aus Pernambuco. Slumbewohner, die im Sumpf gelebt und sich von Krebsen ernährt haben. Aber Krebse schaden doch niemandem. Nur waren es Krebse, die mit DDT vergiftet waren. Um die Sümpfe zu sanieren, verwendete das Gesundheitsministerium DDT. Man kann nichts mehr tun. Sie sind verloren. Das System müsste Hilfe leisten. Hilfe? Die wollen, dass sie sterben. Sie stellen keine Gefahr dar. Sie sind passiv, können nicht aufstehen. Jeden Tag werden Dutzende von Toten herausgeholt und weggeschafft. Das ist das Einzige, was das System tut. Überleg doch mal, welches Interesse man an diesen Leuten haben kann. Sie haben nicht die geringste Kaufkraft, verbrauchen nichts. Lediglich ein soziales Problem sind sie. Und was macht deine Gruppe? Sie bringen Essen, wenn sie welches beschaffen kann. Ein bisschen Wasser. Es reicht nur für das Nötigste. Wir stellen Experimente mit ihnen an, geben ihnen Gemüse zu essen, um sie zu entgiften. Bislang ohne Resultate. Gemüse? Ja, Gemüse. Kopfsalat, Tomaten, Zucchini. Hast du davon nie gehört? Frisch oder künstlich? Na, hör mal, Susa. Künstliches Essen ist nur zum Vergiften gut. Ja, aber wenn es das nicht gäbe, wären wir tot. Hast du eine Ahnung, welches Spielchen hinter dem künstlichen Essen steckt? Wirtschaftliche Macht? Das auch. Aber in diesem Fall ist es nicht das Wichtigste. Was denn dann? Die Chemie, die sie beimischen. Die Beruhigungszutaten, winzige Dosen, die den Organismus langsam unterwandern, den Willen angreifen und beschwichtigen. Woher kommt diese Ruhe überall? Wie machen sie das wohl? Mit Drohungen, mit dem ostensiven Auftreten der Zivilitäre? Mit dem Überwachungs- und Kontrollapparat? Weit gefehlt. Das System kann ganz beruhigt sein, weil es ein unfehlbares Mittel gefunden hat. Die Ruhe wird direkt ins Blut gespritzt. Wir blieben stehen und sahen hinunter. Ich wäre gern hinuntergestiegen. Aber wie? Rechts erstreckte sich das trockene Tal des ehemaligen Chiochete. Der Fluss war flacher, als ich dachte. Wie er stank, vollgestopft mit Abfällen. Nur gut, dass er ausgetrocknet ist. Er war ohnehin nur ein steriler Strom aus Dreck. Das arme Eingeweide der Stadt. Ist es noch weit? Ziemlich, ziemlich weit. Willst du umkehren? Ja, wo wir schon so weit sind, lass uns weitergehen. Aber langsam. Ich habe es nicht eilig. Du noch weniger. Du arbeitest ja nicht mehr. Wovon willst du jetzt leben? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Ich werde die Entlassungsentschädigung beantragen und sehen, wie viel ich kriege, um zu überleben. Und wenn die deine Entlassungsentschädigung nie eingezahlt haben? Dann werde ich stehlen. Enttäuschung auf Thaddeus Gesicht. Aber ich bin ehrlich. Ich will leben. Will versuchen, mich bescheiden durchzuschlagen. Ich werde es gerne bis zum Ende schaffen. Wenn möglich, der Letzte sein, wenn alles zusammenstürzt. Der Letzte. Welch ein Pessimismus. Wenn Sie mich hören, da merkte ich es. Es kam von tief innen eine schneidende Erinnerung. Wie einem Menschen fehlen. Ein bisschen Freude, etwas, was mich richtig zum Lachen bringt.
Wenn ich in Gelächter ausbreche, würde ich wahrscheinlich Krämpfe kriegen oder eine Verzerrung der Mundmuskulatur, weil es so lange her ist. Nein, es ist nicht nur meine spröde, verschlossene Art. Adelaide hat sich immer beklagt. Du entspannst dich nie, du amüsierst dich nicht. Es muss nicht leicht für sie gewesen sein, an meiner Seite zu leben. Ich als stiller Beobachter, ohne zu lachen, gefangen. Worin, mein Gott? Und warum? Wie haben wir getanzt und uns an den Wochenenden amüsiert? Mit reichlich Essen und Bier im Bauch gingen wir von den Pizzerias zu den Tanzschuppen. Sie war leicht, voller Rhythmus und Musik. Stundenlang, ohne die Tanzfläche zu verlassen. Manchmal in einem Tango-Lokal oder in einem großen Ballsaal. So wendig. Ich schwerfällig, linkisch wie ich war, machte ich fürchterliche Verrenkungen, um mit ihr mitzuhalten. Ein Elefant im Porzellanladen. Und sie, glücklich, lachte über mich. Ich gab mir Mühe, weil ich sie mochte. Ich weiß das, auch wenn ich es bestreite. Ich versuche es abzustreiten, Entschuldigungen zu finden. Adelaide fehlt mir. Ich weiß nicht, was wir aus unserem Leben gemacht, warum wir uns so auseinandergelebt haben. Eines schönen Tages hörte sie auf, sich über meine Schweigsamkeit zu beklagen, meine Qual. Ich weiß, dass es nichts nützt. Vielleicht wird er eines Tages merken, dass man nicht ewig so weiterleben kann. Sie verkroch sich in einer Ecke, lebte nur noch für die Mutter und den Vater, mit denen sie sich in Wahrheit nie gut verstanden hatte, entdeckte die Kirche. Ich weiß nicht wie. Wenn ich sie jetzt träfe, würde ich sie fragen. Ich brauchte nur bei der Mutter anzurufen, um sie aufzuspüren. Müsste es nur wollen. Und warum rufe ich nicht an? Wir kriechen weiter, entfernen uns von den Bergen aus grünen Dosen. Die Seufzer verstummen. Wir lassen unsere Spur im Staub zurück. Wortlos dringen wir in eine Zone des Schweigens ein, die mich beeindruckt. Ich höre Taddeo atmen. Trotz seiner 55 Jahre bewegt er sich schnell vorwärts. Ich komme in Fahrt. Die Arme schmerzen nicht mehr so. Wenn ich früher Fußball spielte, gab es immer einen beängstigenden Augenblick der Erschöpfung. Machte ich aber weiter, konnte ich diesen Punkt überwinden und bis zum Ende durchhalten. Das heißt, es gibt einen Grenzpunkt, an dem man entweder aufgibt oder weitermacht. Der kritische Punkt. Und heute habe ich diesen Punkt offenbar überschritten. Ich begleite Taddeo. Es gefällt mir. Ich hatte mich an den Weg Wohnung, Büro gewöhnt, ohne weiter darauf zu achten. Etwas verängstigt durch das, was um mich herum geschah, war ich in diese Routine verfallen. Wohnung, Bus, Haus der Wassergläser, Tisch, Fenster. Jeder Tag ein Reflex des vorigen. Ich entdecke Sao Paulo wieder. Nicht mein Sao Paulo. Meins. Lächerlich. Als besäße ich eins. Wenn ich meins sage, klammere ich mich an die Vergangenheit, flüchte in das Nicht-Existierende. Ich falle ins Leere, daher diese Unsicherheit. Ich treffe auf eine neue, fremde Stadt, die jeden Augenblick neue Lebensweisen bietet. Sie ist weitergegangen. Ich nicht. Entweder geben oder nehmen. Alle Konzepte neu formulieren. Das Jammern beiseite lassen. Mich in das neue Konzept einfügen. Die Begegnung mit Taddeo hat mir gezeigt, wie weit ich von den Dingen entfernt war. Tot. Und selbst Taddeo ist ein Geheimnis für mich. Ich weiß nicht, was er denkt, wie er das Leben sieht. Aber das kümmert mich nicht.
Der Freeway war vollgestopft mit Autos, von einem Wald zum anderen, nicht der geringste Platz. Im Mondschein sah ich die geschwärzten Radiatoren, verrostete Karosserien, zerbrochene oder verstaubte Scheiben, ausgehöhlte Scheinwerfer. Plötzlich tauchten sie auf, als wir über die Kuppe krochen. In ihrer Unbeweglichkeit erweckten sie den Eindruck rasender Geschwindigkeit. Phantasmagorisch wie Dinosaurier-Skelette in einem Museum, wie eine Horde von Ungeheuern im Angriff umgebracht. Als Kind hatte ich einmal einen alten Zeichentrickfilm gesehen. Er hieß Phantasia. Die Szene, die mich am meisten beeindruckte, war die Verzweiflung der prähistorischen Tiere auf der Flucht. In ihrem Lebensraum waren Essen und Wasser ausgegangen. Sie zogen in Scharen fort, merkwürdige, riesenhafte Tiere, von Hunger und Sonne gepeinigt. Sie fielen zu Boden und die Zeit sorgte für ihre Beerdigung, verwandelte sie in fleischlose Skelette, eine untergegangene Spezies, inzwischen zum Fossil geworden. Das kam mir in den Sinn, als diese alten Autos sah, vielleicht die letzten des großen brasilianischen Traumes. Kurz nach der bemerkenswerten Verstopfung wurden die Fabriken geschlossen und Tausende von Menschen standen auf der Straße. Die, die in der Fabrikation arbeiteten und die, die von der Zulieferindustrie lebten. Eine sehr schmerzvolle Zeit. Nun ja, Überbleibsel aus der bemerkenswerten Verstopfung. Ich weiß, es entsetzt mich nur so, weil sie die Autos schon fast überall fortgeschafft haben. Hier war es leichter, die Straße zu schließen. Die Autoschlange ist 200 Kilometer lang. Die Woche damals war dermaßen verrückt. Ich dachte, das Land würde explodieren. Zum ersten Mal regten sich die Brasilianer wirklich auf. Ich habe gesehen, wie die Leute sich bewaffneten, auf die Straße gingen und versuchten, Gruppen zu bilden. Und da erwiesen die Zivilitäre der Regierung den ersten großen Dienst. Sie waren vorbereitet, sie waren wirklich organisiert und wir nicht. Ein bisschen schon. Wo denn? Wir waren nur eine kleine Zahl linker Gruppen gegen eine rechte. Untereinander hatten alle Linken andere Auffassungen, wie sie vorgehen sollten. Sie akzeptierten einander nicht und schlossen sich nicht zusammen. Was geschah, war vorhersehbar. So einfach nun auch nicht. Es ist zu simpel, bloß von links und rechts zu sprechen. Viele Faktoren kamen zusammen, das weißt du, Tadeo. Ich habe oft darüber nachgedacht, analysiert. Weißt du, warum ich zu keiner Schlussfolgerung gekommen bin? Weil es keine gibt. Oder vielleicht gibt es eine und ich weigere mich auch nur noch, sie zu akzeptieren. Sie erscheint mir zu leicht oder zu offenkundig. Dennoch sehe ich keine andere. Weißt du, was es gab? Verwirrung. Ja, natürlich herrscht Verwirrung. Nicht diese Verwirrung, die man überall sieht. Eine andere. Pass mal auf, ob du mir folgen kannst. Sie war schon in den offenen 80ern vorhanden und breitete sich immer weiter aus. Nicht nur in Brasilien, nein, überall. Ideologische Verwirrung, Meinungsverschiedenheiten. Die Regierung dachte das eine, die Opposition das andere. Aber Opposition und Regierung dachten das Gleiche zur gleichen Zeit. Die Rechte verhielt sich wie die Linke und die Linke wie die Rechte. Keine Position war bequem oder brachte Sicherheit. Es gab und gibt noch immer keine Gewissheit, keine Festigkeit, keine Entscheidung. Ich hatte einen Freund, konservativ bis dort hinaus. Eines Tages kam er mit einer Theorie an, die ich für verrückt und reaktionär hielt. Aber jetzt fange ich an, darüber nachzudenken. Weißt du, was er prophezeite? Die offenen 80er würden eine Macht in den Sattel heben, die so rechts, aber wirklich so rechts wäre, dass sie, sozialistisch oder nicht, schließlich auf der Linken enden würde. Was? Im Ernst? Nicht im Ernst und nicht im Scherz. So denke ich. Sieh mal, Tadeo, alle Strukturen, an die wir geglaubt, denen wir vertraut haben, sind zusammengebrochen. Stehen wir denn in einer Übergangsphase, in einer Phase der Ablösung oder was sonst? Wir segeln in einem großen Vakuum, vage durch die Sterne geleitet, ohne feste Anhaltspunkte. Die Kompassnadeln sind verrückt geworden. Die drehen sich rasend, werden von Tausenden von magnetischen Polen angezogen.
Sie sind sinnlos geworden, nicht mehr zu gebrauchen. Wir können sie ins Meer werfen. Wir sollten zu den Mitteln der alten Segler zurückkehren, während wir auf neue Erfindungen für eine stabile Navigation warten. Ich habe nur Angst, dass die Sterne bis dahin ihren Ort wechseln und nicht mehr als Anhaltspunkte dienen. Aber während wir dahin treiben, wird schon irgendeine Idee auftauchen, irgendein intelligenter Seemann in der Mannschaft sein. Weißt du, was du brauchst, Susa? Was denn? Einen anständigen Hut, um dieses Gehirn da zu bedecken. Die Sonne erhitzt deinen Kopf zu sehr. Er kroch vor mir her. Ich sollte ihm folgen. Mitten auf der Fahrbahn befand sich unter den Autos ein schmales Loch. Ich kam an geplatzten Reifen vorbei. Ein scharfer Geruch nach rostigem Metall lag in der Luft. Abgeplatzte Chromteile. Die Sonne schien auf das stumpfe Blech, das keinerlei Widerschein gab. Atemlos und schweißüberströmt krochen wir weiter. Zwischen einem VW Passat und einem Ford Corsair hielten wir an. Aus welchem Jahr stammen diese Autos? Ich konnte mir Automarken nie gut merken, konnte nicht mal Auto fahren. Ich hielt mich für viel zu zerstreut und bequem. Adelaide fuhr gern. Sie nahm das Auto ihres Vaters. Sonntags fuhren wir spazieren an den Strand oder zu einem Picknick am Straßenrand. Am Lenkrad zu sitzen machte mich schwindlig. All die Autos um mich herum. Auf alles achten, ausweichen, in Sekunden schnell reagieren. Es war so einfach, ein Taxi zu nehmen, die Adresse anzugeben, sich in eine Zeitung zu vertiefen, in einen Bus einzusteigen, die Schnur zu ziehen, auszusteigen. Nicht Auto zu fahren bedeutete für mich Freiheit. An nichts gebunden zu sein. In der Verwandtschaft, vor allem in Adelaides Familie, betrachteten sie mich wie ein seltsames Tier. Wie oft hat mein Neffe, der Hauptmann, gesagt: Kauf ein Auto, Onkel, das Auto schenkt dir Freiheit, zu tun, was du willst und wann du willst. Gibt es etwas Besseres? In unserem Gebäude wunderten sich alle. Komisch. Sie verbargen es nicht einmal, rissen die Augen auf, die Unterkiefer fielen ihnen herunter. Aber Herr Susa, Sie haben kein Auto und wie kommen Sie zurecht? Nein, na, das kann ich ja nicht glauben. Machen Sie sich etwa über uns lustig? Ja, das tat ich, auf meine Art. Ich ließ meinen Garagenplatz unbesetzt und vermietete ihn nicht weiter. Wer hätte gedacht, dass wir uns eines Tages in aller Ruhe auf dieser Straße zwischen die Autos setzen würden? Da liegen sie, alle kaputt. Wie viel Schrott. 2 Jahre lang standen die Autos vor meinem Haus. Du hast fast im Zentrum gewohnt. Mein Viertel war nicht so davon betroffen. In jener Nacht damals bin ich fast durchgedreht, Susa. Ich wollte töten, jemanden festnehmen. Wie sie hupten und aufs Gas traten. Ich konnte den schwarzen Qualm sehen. Die meisten verbrauchten das Benzin und den Alkoholtreibstoff in ihren Tanks. Niemand stellte den Motor ab. Morgen saßen die Leute immer noch in den Autos, als gehörten sie dazu. Gänge, Lenkrad, Bremse, Fahrer. Sie warteten auf, ich weiß nicht was. In unserer Straße gab es Leute, die den Nachrichten nicht glaubten. Sie holten das Auto morgens aus der Garage und fuhren los. Sie kamen zu Fuß zurück. Manche Fahrer verließen das Auto 1 oder 2 Wochen lang nicht. Manchmal klopften sie an und baten, auf die Toilette gehen zu dürfen. Ich lehnte immer ab. Was dachten sich die denn? Sollten sie doch nach Hause gehen. Die Familien brachten Wäsche zum Wechseln, Kaffee und etwas zu essen. Und die Verzweiflung, als die Leute erfuhren, dass sie nicht mehr weiterfahren könnten. Sie weinten vor ihrem Auto, waren untröstlich und jammerten, als handle es sich um einen toten Verwandten. Frauen wurden ohnmächtig oder hysterisch. Ich habe Fotos von jenen Wochen, vor allem von den Gesichtern. Sie interessierten mich mehr als die blockierten Autos. So ein dramatischer Gesichtsausdruck, voller Verblüffung, als seien sie ganz plötzlich in die Welt gesetzt worden. Kein Hass oder Wut oder Gereiztheit. Es war einfach die Niederlage, Traurigkeit. Und Fragen standen auf ihren Gesichtern.
Ich habe viele verdutzte Blicke fotografiert. Zuerst kam mir die Ruhe merkwürdig vor. Dann erst nahm ich ein unaufhörliches Summen im Ohr wahr. Bis dahin hatte ich es noch gar nicht bemerkt. Der Arzt sagte, das sei unheilbar. Bis heute hält es an. Ich habe mich daran gewöhnt. Ist es noch weiter, Deo? Ich schmeiße mich gleich hin. Hinschmeißen? Was für ein alter Ausdruck. Wie lange ich den schon nicht mehr gehört habe. Was denn nun? Ist es noch weit oder nicht? Weiter vorn können wir aufrecht weitergehen. Wenn wir die Ebene der Staubvögel durchqueren. Das ist ein verlassenes Stück, da gibt es keine Kontrollen. Na gut, aber ist es noch weit?